Servus Leute und herzlich willkommen jetzt sogar auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, Oi Graf's Nicolet und Leute, hier läuft nicht nur King of Queens Allee bei mir am fetten Fernseher. Nee, Mann, ich bin hier auch natürlich wieder der King des Red Bulls Allee. Ja, und wir hatten ja schon die Winter Edition probiert miteinander. Und ich dachte, es gibt nur die Sugarfrei-Variante. Allee, aber es gibt die auch normal. Eisgummibär, ja, der Geschmack wird uns bekannt vorkommen hier, aber es wird anders schmecken, wenn es um den Zuckergehalt geht. Hier steht es, Kohlenhydrate 11 Gramm, davon 11 Gramm Zucker. Jemand, gucken wir mal, ob das jetzt besser ist als das Zuckerfreie, das uns ja nicht so krass überzeugt hat. Ja, es riecht auf jeden Fall wie Fizzers, Alter. Oh, riecht mehr nach Fizzers wie nach Haribo. Oh. Mm. Ja. Schmeckt trotzdem jämmerlich. Schmeckt besser als das Zuckerfreie, aber nicht so viel besser, als würde man sich das wirklich geben wollen. Oh. Ja, muss ich nicht haben. Schmeckt aber tatsächlich mehr so nach diesen Fizzers, Alter, wie wenn man alle gemeinsam frisst. Das Sugarfree hat für mich geschmeckt wie diese, ja, weißen Haribos, und das schmeckt, ja, anders. Aber ein bisschen leckerer, trotzdem nicht so krass. Ich glaube, man könnte sich an den Geschmack gewöhnen. Also es ist nicht so widerlich, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich das erste Mal Eist Gummibär gelesen habe. Ja, ich will es nicht tothaten, denn es ist nicht so scheiße. Mein persönlicher Geschmack ist es halt nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Graf's Nicolet. Yeah.